Wenn Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics mit Sicherheit eins nicht ist, dann ist das Ego-Sport. Ohne Ausnahme werden alle Disziplinen in Teams durchgespielt, wobei es natürlich auch um einzelne Personen, um einzelne Geschichten geht. Einer davon ist seine, Max Starr. Der junge Athlet vom Bessel-Gymnasium der Stadt Minden spielte noch vor einem Jahr beim Gegner von heute, Hermann Staudinger Gymnasium Erlenbach am Main. Für ihn das Match also ganz klar kein Spiel wie jedes andere. Es sind ganz klar gemischte Gefühle. Ich habe jahrelang mit denen zusammen Handball gespielt, sind immer noch Freunde. Aber jetzt geht es jetzt richtig los. Und jetzt die nächsten 20 Minuten wird 100% reingehangen. Und für die Zeit wird alles gegeben. Wir kämpfen, wir wollen gewinnen. Und danach kann man ja wieder normal reden. So ganz wie gewünscht läuft das Spiel nicht. Zwar kommt sein Team nicht wirklich in die Bedrille, doch der sonst so starke Spieler vom Sportgymnasium Minden ist nervös, aufgeregt und vielleicht auch ein bisschen übermotiviert. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich für ihn, aber Max ist ein guter Junge, der immer alles gibt und äußerst fleißig ist und passt super in die Truppe. Und von daher ist so ein Spiel, naja, wir haben es ja gewonnen. Und nicht nur das, auch die anderen beiden Spiele gewannen die jungen Männer in Schwarz souverän und treffen damit am zweiten Wettkampftag auf den vielleicht geheimen Top-Favoriten aus Berlin. Das aber vorerst Nebensache, denn eigentlich ging es in diesem Spiel um mehr als nur das reine Gewinnen. Es ging um ein Aufeinandertreffen alter Zimmerkameraden. Das ist wie Mann und Frau gewesen. Der Max war immer die Frau und ich war immer der Mann. Aber nee, sonst, es war halt, man ist halt fast 24 Stunden lang zusammen und dann lernt man sich halt kennen, ziemlich genau, und ja, war ganz cool eigentlich. Ego-Sport, das ist mit 100%iger Sicherheit nicht das Motto von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Eher doch wohl einer für alle und alle für einen.